Kalle Hohl schmeckt nach Pussysaft, wie eine Weißweinschorle. Damit ist bewiesen, deine Intimzone ist Eiweißrose. Beim Eintrittsfeuer gießt dich mit hochprozentigen, dann verweilst du nicht mehr unter den Lebendigen. Kalle, in deinem Mord kann man nicht als Dorfschlampe. Er fährt das Schickers neben deine Mordwaffe. Du hast ihm Verzweifeln in dein Herz geschrieben. Das wäre nicht passiert, wärst du treu geblieben. Fort rein spinnt euch an eurem Glied. Verschweig nicht dein selbstgeschriebenes Liebeslied. Versteht der Zähler Kalles Alkoholproblem. Nimm den Rat aus meiner Zähne und die Drogen nehmen. Nenn mich bloß nicht Alkoholiker. Nenn dich selber so, du unlustiger Komiker. Das ist das einzige Aussagekräftige an dir. Und Schicker das einzige Aussagekräftige an dir. Dabei trinkt Kalle nur Hansa für Kindersekt. Selbst davon ist mir nach zwei Gläsern schlecht. Deine Text trifft nicht wegen Schnaps, aber vor Tränen. Denn du hast ja Infos von dir in Chica gesehen. Kalle Hohl schmeckt nach Pussysaft, wie eine Weißweinschorle. Damit ist bewiesen, deine Intimzone ist Eiweißrose. Beim Eintrittsfeuer gießt dich mit hochprozentigen, dann verweilst du nicht mehr unter den Lebendigen. Du hast ja noch so richtig asozialen Lifestyle. Bei dir ist mit Wabi Bubble mein Winnie High Life. Bezeichnest den Rapper hier als monoton. Doch bist mit dem See auf Magnum im Polypol. Rettest weiter darauf rum, denkst du wärst ein Unikat. Dabei wirkst du wie ein Plagiat von einem Duplikat. Dir steht quasi vier auf der Fresse geschrieben. Doch davon ist hier nur das Gefühl des Namens geblieben. An der Collie sieht man, dass nicht der einzige Dreck in Nordheim. Aber in dem Ort fühlt er sich wohl, muss ein Wohnort sein. Nennt sich Kalle Beboa, dann komm noch her zum Boxen. Aber du steckst noch mit dem Fäusten Slacks und Schickers Fotzen. Du wolltest dich dieses Time nicht zum Affen machen. Trotzdem können wir dank der Qual über einen Spasten lachen. Wird Kalle ihn als Erfolg in Rap-Turnieren zelebrieren? Nope, dann werde ich seine Rap-Karriere eine Beerdigung arrangieren. Kalle Hohl schmeckt nach Pussysaft, wie eine Weißweinschorle. Damit ist bewiesen, deine Intimzone ist Eiweißrose. Beim Eintrittsfeuer bliesst dich mit hochprozentigen, dann verweilst du nicht mehr unter den Lebendigen. Man kann sagen, Kalle ist ein ziemlich armer Schlucker. Damit meine ich kein Alkohol, man könnte sagen Lutscher. Ich habe Kalle trotz Körpergewicht ein Leichtgewicht. Kommst mal wieder nicht ins Achte, weil du scheiße bist. Kalle Hohl schmeckt nach Pussysaft, wie eine Weißweinschorle. Damit ist bewiesen, deine Intimzone sei weißlose.